dann wurde der Vorhang aufgezogen und dann begann eine andere Welt. Und diese andere Welt hat mich damals tief berührt und nie wieder verlassen. Wie kriege ich Dokumentartexte menschlich, einfach menschlich? Und das dann versuchen, in die Herzen und in das Gehirn der Menschen einzupflanzen, was das für eine Welt war und was das für eine Welt ist, in der wir leben. Und zum ersten Mal, das muss ich auch sagen, zum ersten Mal in meinen vielen Rollen, die ich gespielt habe, habe ich danach, nach der Premiere, doch einige Tage gebraucht, um da rauszukommen wieder. Aus dieser Gemengelage von Verwirrung, von Verdächtigung, von Unterstellung, von Mord und Totschlag. Und das war die größte Herausforderung. Und es ist nur gelungen, mit großer Freude, mit großer Interesse und mit großer Verantwortung, das zusammenzubasteln. Und da bin ich letzten Endes allen dankbar, die da mitgewirkt haben. Mein Name ist Peter Bause und ich bin Schauspieler.